Hi, was geht? Wir starten direkt wieder rein. Willkommen zurück. Wir haben ja jetzt dann mittlerweile Mitte der Woche. Ich hoffe, es läuft bei euch alles. Wir haben letzte Folge die Seele vom großen Frosch mitgenommen. Mit dem Steck und Dreh. Und gehen jetzt zurück zu Irrik und zeigen ihm mal, was wir Cooles haben. Ein Wolfsreißer. 22. Scheiße, ist der. Kann ja gar nichts. 5 Lebensregeneration. Mensch. Lass uns später reden, mein Freund. Okay, dann reden wir erstmal mit Irrik. Übrigens, vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich, wenn ich euch freue, wenn ihr es guckt. Wir machen einfach mal weiter. Irrik ist verloren. Entspann dich, Kollege. Hier ist dein Amulett. Ich bin ich! Ich bin ich! Ich bin Irrik! Ich bin Irrik! Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du... Ich bin Irrik! Morikson! Ja, schön für dich, ich... Echt so. Morikson kämpft! Erhak stirbt! Orkurugura! Entspann dich, Kollege. Aber nicht sofort! Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Du hast einen Gegenstand weggegeben. Warum hat Sharlock dein Amulett geklaut? Sharlock hasst Morik. Sharlock will auch Anführer sein. Aber Morik ist stark. Sharlock verliert. Sharlock nimmt Rache an Moriks Sohn. Ich nehme auch Rache an Sharlock. Also, Sharlock klaut meine Seele. Was machst du jetzt mit dem Amulett? Ich kämpfe. Ich besiege Erhak. Ich räche Morik. Ich werde Häuptling. Was für ein Häuptling wirst du sein? Ein Häuptling wie Morik. Wir fischen, wir jagen. Der Stamm ist glücklich. Was hast du mit Gawan vor? Gawan geht frei, frei wie der Fisch. Geht zurück zu seinem Stamm. Die Menschen leben in der Burg, die Orks leben in den Höhlen, wie es ist früher. Alles ist gut. Solange du wild bist. Wer es kennt, like da lassen. Wird dich dein Stamm überhaupt als Häuptling haben wollen? Ja! Ich bin Moriks Sohn. Ich schlage Erhak. Irrik ist also der Heilsbringer. Ich bringe den Frieden. Ganz klar. Und mein Freund, wie geht's? Oh, ganz gut, Lester. Melok, was sagst du? Ich hatte gehofft, die Zeit in der Wildnis würde Irrik stark machen. Nee, das ist immer noch ein Lappen. Tja, für einen Kampf gegen Erhak sehe ich schwarz. Irrik ist zu schwach, ja. Der Held ist voll der Arsch. Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sharlock wird gegen Erhak kämpfen müssen. Sharlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warte. Ich muss ohnehin Gawan befreien. Und ich bezweifle, dass Erhak ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? So nämlich, jetzt ich fordere Erhak heraus. Du bist kein Ork. Was ist mit Irriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Irrik. Von mir aus. Erhak muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Irrik zu kämpfen, ist er kein Häuptling mehr. Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Aber zuerst hole ich mir Irriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Irriks Seele. Enthülle erst, dass du Irrik bist, wenn du Erhak herausforderst. Warum? Erhak wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen. Aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Irrik herausforderst, muss er kämpfen. Sonst ist er kein Häuptling mehr.
Na schön. Gut, dass ich gleich ein Ork bin. Hallo, mein Freund. So, Erik, her damit. Hör mal zu, Erik. Ich brauche dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein, ich bin Erik. Du bist nicht Erik. Gib mir deine Seele. Ich werde an deiner Stelle gegen Erha kämpfen. Ich verstehe nicht. Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik. Warum bist du Erik? Mein Name steht auf meiner Seele. Genau. Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhak besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morik? Du hast recht. Ich werde deinen Körper tragen. Erik? Erik ist fort. Erik ist du. Das ist schon saudämlich, aber und schon auch irgendwie lustig. Wie geht's? Ur Sakurak. Erhak Varkushor. Was brabbelst du da? Wie? Hat Erik etwa die Sprache seiner Väter vergessen? Sehr witzig. Das war Orkisch, nicht wahr? Im besten Silbersee-Dialekt. Mein Akzent ist allerdings furchtbar. Was hast du da auf Orkisch gesagt? Wörtlich? In deinen Säften steckt der Sieg. Erhak wird gewaffnet. Was? Ein Mensch würde sagen, was? Der Sieg ist dein, Erhak wird sterben. Oder eher, viel Erfolg. Das ist so dämlich, aber ich find's lustig. Arcana Ring, Heiltrank. Elixier der sieben Winde. Moment. Elixier des Heldenmuts, Ausdauertränke, eher weniger, Mana-Tränke, Adlerauge nehmen wir mal, gegrilltes Wild, das brauchen wir nicht, Fleischragout kennen wir schon. Habe ich das nicht mal alles verkauft? Amschien der Schaman, das ist Schwachsinn, Zipfelheiltränke ist gut. Elixier des Kriegers, Potenzierung. Jetzt gegrilltes Wild, dafür brauchen wir Knoblauch. 18 Leben. Styrker Schmortopf. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch noch ein paar mit. Jetzt. Heiltrank. 5 Heilpflanzen brauchen wir dafür. Sehr brutal. Elixier des Kriegers, Snapperkraut und Ogerblatt. Ja, das gönnen wir uns gleich. Dunkle Tränen. Sumpfland. Folklore besagt, dass einsame Wanderer des Nachts von dieser Pflanze unter den Schlick gezogen werden, wo sie das Wachstum neuer Sprösslinge nähern. Okay. Gut. Wo müssen wir hin? Hier links. Da runter. Laufen wir oder porten wir? Wir porten. Wir müssen eh nochmal hierher. Von daher. Ab zu den Orks. Jetzt wird nämlich geprügelt. Ein paar aufs Maul. Pam.
Orks, ihr Land. Ogbosch, jetzt aber. Skaboos? Ja. Hier hast du das stinkende Gesöff. Nix stinkend. Lecker. Ah. Gut, dann mach jetzt das Tor auf. Skaboos hier. Tor auf. Moment. Daruk! Diener! Daruk! Tor auf! Sofort! Lebt Gawan noch? Baron lebt. In Käfig. Aber lebt. Gawan ist in einem Käfig? Sperrt Erhag in Käfig. Jetzt selber in Käfig. Großer Baron, jetzt kleiner Mann. Warum hilfst du Erhag? Erhag, besser als Silbersee-Stamm. Zeigt uns Kampf. Stamm dumm. Lernt nix. Ich schlau. Ich lerne. Boah, mit ihm zu reden ist einfach richtig anstrengend. König Erhag macht Stamm reich. Jetzt Baron in Käfig. Bald Stamm in Burg. Dann Orks Chef. Ich Häuptling. Oder Baron. Was wird aus deinem Stamm? Wir klären das trotzdem alles. Burg. Krieger für Erhag. Starke Krieger. Menschen fürchten Orks. Leben in Höhle. Wie Orks. Warum hast du dein Amulett? Erhag sagt, ich bessere Ork. Viel Skaboos. Viel Gold. Ogbosch will, Ogbosch kriegs. Wo ist Erhag genau? In großer Höhle, auf Thron. Mit Leibwache, starke Orks. Erhag König! Wer gehört zu Erhags Leibgarde? Orks, große Orks. Freunde von Erhag, sehr stark. Hey, Ogbosch. Es ist gerade sehr seltsam dunkel geworden. Er legt sich jetzt einfach hin. Ujagala. Ujagala. Hören, Mensch. Er hat gar keine Seele. Was ist denn los? Stamm nicht glücklich. Erhag nehmen alle Seelen. Ich wollen Seele zurück. Alle wollen Seele zurück. Warum hat Erhag eure Seelen einkassiert? Sollen arbeiten, Holz fällen, Steine schlagen, kämpfen. Daruk kein Krieger. Was wollt ihr denn? Frieden, Ruhe, Leben mit Menschen. Lord Gawan, netter Baron. Lord Gawan, helfen Stamm. Warum jagt ihr Erhag nicht davon? Erhag, verstecken Orks Seelen. Erhag, böse Freunde. Orks aus Norden, Kämpfer, schlagen uns, zwingen uns Arbeit. Wir Sklaven? Nein, nicht Sklaven! Orks! Was hat Erhag vor? Wir wollen Burg. Burg von Baron. Was wollen Orks Burg? Orks leben in Höhle. Erhag verrückt. Verrückt! Übrigens so eine kleine Notiz am Rande. Im Gothic 1 mussten wir ja für Tarok, den in der neuen Mine, in der freien Mine, mussten wir seine Medizin bringen, die hieß auch Skaboos. Was würdet ihr machen, wenn Erhag weg wäre? Feiern. Viele Tage feiern. Gawan gehen Burg. Dann Frieden. Dann sag mir noch schnell, wo Erhag ist. Gehen, wo Feuer. Ist Erhag alleine? Nein. Zwei große Orks bei ihm. Gefährlich. Du bleibst hier. Ich kümmere mich darum. Moment,
Du bist Daruk, Uruks Bruder? Ja. Bruder von dummer Bruder. Gehen von Stamm. Tauschen Freiheit für Gold. Verzeihung. Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll. Dein Bruder ist tot. Olo Maho. Melok sprechen wir. Uruk ersticken an zu viel Gold. Nee, Moment. Nein, Daruk. Uruk hat mein Dorf gegen Mörder und Räuber verteidigt. Ach, nicht ersticken an Gold. Gut. Daruk glücklich. Ja dann, wenn Daruk glücklich ist, dann sind wir es ja auch. Hier ist sonst nix. Steck und dreh, das werde ich nicht vergessen. Da ist Erhag. Aber wir wollen dann erstmal in die andere Richtung gehen. Erstmal alles mitgehen lassen, ne? Uchagalla! Uchagalla. Wer weiß, vielleicht finden wir ja den einen Ring. So wie Bilbo damals in den Orkhöhlen. Das hier auch noch eine ziemlich geile. Der Elixier des Kriegers ist hier noch. Sehr schön. Wurst, Barbarenschwert. Geh mal weg von der Truhe. Okay, hoppala. Elixier des Kriegers. Gut. Jetzt soll hier irgendwo noch ein Belia-Artefakt sein. Hier so. Übersee-Ork. Uschzakach. Belia-Artefakt. Sehr schön. Moment. Rotriger Kurzbogen. Naja. Das ist doch gar nicht so geil. Orkwaffen so scheiße sind. Mittleres Elixier der Stärke. Dann geht's jetzt auf zu Erhag. Uchagalla. Schläge verteilen. Ich hoffe, wir gehen nicht drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass Erhag uns One-Hit macht. Das ist sehr gut möglich. Deswegen erstmal wieder alles mitnehmen. Hier ist aber nichts. Hier sollte aber was sein. Da. Die Ausstattung. Jetzt auch bei den Orks. Hier hätten sie jetzt was verstecken können. Irgendeine geile Kiste nochmal. So. Jetzt. Erhard. Wie bist du hier reingekommen, Mora? Erik fordert dich zum Kampf heraus. Ja, er hat eine geile Waffe. Erik, das feige Schwein soll kommen. Ich spalt ihm den Schädel. Ich bin Erik. Hier, meine Seele. Die Orks haben ihre Seelen übrigens. Seele? Ich scheiß auf Eriks Seele. Aber wenn du kämpfen willst, Morra, hier bin ich. Kämpfe! Drache!
Ein Moment. Okay. Jetzt haben wir das. Er macht nämlich Feuerschaden. Aber halb so wild. Erhaks Talisman. Oh, not bad. Die haben nichts dabei. Dachelkeule der Silbersee-Orks. Dachelkeule der Silbersee-Orks. So, jetzt sind wir, Häuptling. Hauptsache, alle haben zugeschaut. 10 Leben, 4 Nahkampf. Wir haben wieder kein Talisman angehabt. Warum? Warum zieht er den aus? Das ist doch Schwachsinn. Jetzt das Ding ist schon gut. Okay, war halb so wild. Irgendwie habe ich dafür, dass wir den Lurkern und so verreckt sind, hab ich gedacht, dass das schwieriger ist. Sei mir gegrüßt. Lord Gavan, was geht? Ein Mensch, sage mir, Fremder, hat Giltor dich geschickt? Ja. Ja, Giltor hat mich geschickt. Ich bin hier, um dich zu retten. Guter Mann. Guter, treuer Giltor. Erhak ist tot. Du bist frei. Ich stehe tief in deiner Schuld, Fremder. Sobald ich zurück auf meiner Burg bin, wirst du reich belohnt werden. Doch zuvor hätte ich noch eine Bitte an dich. Worum geht's? Um meine Männer. Zargasch der Grausame, Erhaks rechte Hand, hat sie vor kurzem ins Gebirge getrieben, wo sie Holz schlagen sollen für die Ork-Befestigungen. Nach der Schlacht und den langen Tagen im Käfig bin ich zu schwach, um die Orks zu erschlagen und meine Männer zu retten. Kannst du es für mich tun? Ja, klar. Mach dir keine Sorgen und geh zurück in deine Burg. Ich kümmere mich um deine Männer. Wo sind sie? Der Weg zur Burg zweigt irgendwann nach Osten in ein kleines Wäldchen ab. Dort wirst du sie finden. Es gibt aber noch ein Problem. Zargaschs Kumpanen sind da draußen und durchkämmen mit ihren Schergen die Gegend. Wenn sie meine Männer bei der Flucht erwischen, werden sie sie töten. Es gibt noch mehr von diesen fiesen Ork-Kriegern? Die haben wir ja schon weggemacht. Sind sie wie Erhak? Ja, sie sind nicht von hier. Sie sind aus Myrtana. Sie sind mit dem Krieg hierher gekommen. Sei auf der Hut. Hark und Ur-Shul sind fast so gefährlich wie Erhak. Lass dich nicht von beiden auf einmal erwischen. Ups. Hark und Ur-Shul sind tot. Sie hatten schon das Pech, mir über den Weg zu laufen. Beeindruckend. Das ist wahrlich beeindruckend. Easy. Da. Da sind sie, Oberfläche anzeigen. Wir sind jetzt hier drunter gerade. Die Baronie Silbersee steht tief in deiner Schuld. Ja, das glaube ich aber auch. Ich will noch. Ich muss doch, da steht doch hier. Erik ist stark! Erik ist mächtig! Und Erik hat Erhak erschlagen. Hier hast du deine Seele zurück. Dein Körper ist stark! Ich bin stolz, weil ich ihn vorher trage! Keine Ursache. Wie ihr sagt. Eine Laus frisst die andere. Oder so. Gulkatschk, Mensch. Melok, hast du noch was für uns? Es war gut, dass du da warst. Dein Körper hat unseren Stamm gerettet. Mein Körper? Mehr nicht? Doch, natürlich. Das will ich doch hoffen. Eriks Seele ist stark. Dein Körper, Eriks Seele. Zusammen seid ihr unbesiegbar. Ah, komm. Oh, okay. Hätten wir das auch geklärt. Lord Gavan ist auf dem Heimweg. Uchagala. Jetzt können wir nochmal mit ihm quatschen. Was los? Erik hat Erhak erschlagen. Eure Seelen sind gerettet. Große Freude! Erik, unser Anführer! Du bleiben! Feiern! Skabuz!
Skaboos ist nicht meine Sache. Aber ich wünsche euch viel Vergnügen. Das war richtig gutes Lachen. Das war richtig authentisch. Und dann hängt er an einem Stein fest. Och, komm, wir reden nochmal mit Ockbosch. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht hat er jetzt nochmal was zu melden. Ockbosch! Erhak ist tot! Ja, König! Er ist komplett hinüber. Er ist komplett hinüber. Hark und Urschul. War echt halb so wild, die zwei. Also auch Erhak mit seinen drei Kumpanen. Zwei Kumpanen, drei insgesamt. War auch halb so wild. Hätte ich nicht gedacht. Da noch die Heilpflanzen. Snevakraut. Wir gucken mal, ob wir reden oder ob wir erst noch oder ob wir direkt kämpfen. Wir kämpfen direkt. Sarkasch, der Grausame. Mit Silbersee-Orks zusammen. Hier. Oh Gott. Moment. Moment. Fleischragout, einmal Almas Beste. Also die Zweitwaffe, die macht ja schon Schaden, ne? Aber sie ist schon langsam. Stopp, Keule, warte. Vielleicht gehen wir doch wieder auf Einhand. Ring der Steinhaut. Gratuliere. Ein Wunder. Dich schickt Adanos, Fremder. Nö. Nicht Adanos schickt mich, sondern Lord Garvan. Lord Garvan? Ist er wohl auf? Ja. Ihr hättet ruhig mitkämpfen können. Ich? Du hast recht, Fremder. Die Orks haben uns entmannt. Dann schlage ich vor, dass ihr eure Männlichkeit vom Boden klaubt und in die Burg schleppt. Soll ich euch begleiten? Nein, Fremder. Wir haben uns bereits genug beschämt. Es wird Zeit, dass wir lernen, wieder aufrecht zu gehen. So nämlich. Irgendwer klopft hier Holz. Also ich glaube, hier sollte jemand Holz klopfen, aber es passiert nicht. Naja, los geht's. Dann hätten wir ja auch alle Freunde von Erhak mit in den Tod genommen. Hark, Urschul und Zarkosch. Ogerblatt mitnehmen. Snapperkraut. Hase. Noch ein Hase. Jetzt quatschen wir als krönenden Abschluss noch mit ihm. Arik war er gerade. Pip. Schau an, er lebt noch. Klar. Überrascht dich das? Ein wenig ja. Aber unser Baron hat uns schon von deinen Heldentaten berichtet. Wenn das mal alles so stimmt.
Was soll das heißen? Nichts, nichts. Schon gut. Das will ich auch meinen. Großmaul. Was? Nichts. Nichts. So, und mit dieser geilen Pose geht's dann morgen weiter. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei der neuen Folge Arcania. Bis dann. Ciao.